Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Nein, was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Klar, ich habe einfach nur die Klopfer nicht beachtet am Anfang. Rufus, sehr gut. Rufus. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Hey, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Okay, was haben wir denn hier alles? Kanister. Handspray. Oh, süß. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Sweet. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Durchreiche? Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kindergarten. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janoschs kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Natürlich. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Okay. Ja, es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja. Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also 2/3 davon. Einen schlumpfigen Eugene. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken.
Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westburg hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnenentführen und mit Feuerbällen auf Retterwerfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rubus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolde zu leisten. Damit aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, süß. Was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Ja. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine. Ich auch. Junge. Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ja, das hat sie eben schon gesagt. Ich töte dich. Das war kein Nein. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik.
Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Okay. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Toni, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer Rekrut. Und nichts verschönt, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Ja, das ist es wert. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Wir wollen sie ja nicht die ganze Zeit nerven. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Wir haben eine Schleuse. Guck mal, wir haben eine Schleuse. Alana i Jung Ayeses. Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Okay, also die Schleuse wollen wir nicht aufmachen. Nach hinten. Der strickt da oben Socken oder was? Hier kann ich eigentlich nur ein Goodie. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Really? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand ist es viel leichter, dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Noch mehr? Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Nee, ich will da jetzt nicht. Nicht rübergehen. Was kann ich denn da? Aber Banane habe ich doch schon probiert. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Da komme ich nicht runter. Ja gut, dann weiß ich noch nicht. Dann brauchen wir vielleicht noch was. Dann kann ich nicht reden.
auch noch nichts machen. Kann man das da reinfüllen? Der Tank ist genauso leer wie mein Kanister. Ach, der Kanister ist leer. Wo bekomme ich denn jetzt Dieselöl her? Okay. Dann suchen wir erstmal. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass mir noch irgendwas fehlt. Wollen wir einfach mal... Hier hatten wir schon. Einfach mal reingehen in die Stadt vielleicht. Schauen wir nochmal. Kann ja nicht so schwer sein. Okay. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Ach, okay. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Okay. Der Organon hat offenbar... Ja, leider. Glück gehabt. Da kann ich nicht viel machen, ne? Goal? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ist langweilig. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt... Wollen wir nochmal umschalten? Vielleicht sagt ihr ja noch was. Sonst müssen wir gleich echt erst woanders hinfahren, oder was? Baby Goal! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ui, wie süß! Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? So weit bin ich noch nicht. Weiter okay. Geht's. Ich folge dir überall hin. Die ist süß. Ja. Dann werden wir wohl auch irgendwo anders hin müssen. Hier kann ich ja nichts mehr machen, oder? Doc. Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Oh, okay. Hast du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedoausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedoausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Oh, Lotterie. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Oh mein Gott. Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Warst du schon mal in Porta Fisco? Öfters, aber es lohnt sich immer weniger. Der Organon hat die Innenstadt besetzt. Und die Bewohner der Slums vor den Stadttoren können sich keine neurochirurgischen Eingriffe leisten. Ach, die Armen. Okay. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Dann, denke ich mal, warte, Bonzo. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donner Goal nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo, aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat
Und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwig. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Was weißt du über Porta Fisco? Okay. Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja, ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Ah, ja, vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja, ja. Oh ja, das sind immer die besten. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, so noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Meuter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernichtet. Okay. Nicht mal. Da sind wir, Porta Fisco. Und da kommen wir her. Schwimmender Schwarzmann. Haben wir noch das und haben wir noch das? Fangen wir erstmal da hin. Hey. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Was haben wir denn schon aus? Das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Ach, das hatten wir schon, okay. Ich muss... Und ich eben bei Auspuff war. Mit dem Kanister. Ah ja, ich will den. Den können wir da jetzt auch nicht irgendwie drunter stellen. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's? Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Möglichkeit, das Öl da rauszubekommen. Ah, okay. Das kann ich noch nicht. Dann gehen wir mal hoch.